Das ist der Weg zur Oberlin-Reha-Klinik Hoher Fleming. Die Klinik arbeitet im medizinischen Verbund eng mit allen medizinischen Versorgungseinrichtungen des Oberlin-Hauses in Potsdam zusammen. Hier die Reha nach der OP zu verbringen, genau das hat sich Georg Frey gewünscht. Bad Belzig liegt rund eine Stunde südwestlich von Potsdam im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der Kurort ist bekannt für seine historische Burg und viele erholsame Natur- und Wanderwege. Umgeben vom idyllischen Naturpark Hoher Fleming liegt die Oberlin-Reha-Klinik Hoher Fleming. Hier soll sich Herr Frey von Anfang an wohlfühlen. Ein eigener Fahrdienst der Klinik bringt ihn bis zum Haupteingang. Die Reha hat ihm eine Sozialarbeiterin vermittelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier stehen ihm die Mitarbeiter während seines gesamten Aufenthalts als Ansprechpartner immer gerne zur Verfügung. Schwester Kerstin, herzlich willkommen. Ich nehme Sie gleich mit zu Ihrem Zimmer. Ja, wunderbar, danke schön. So, wir gehen jetzt zur Station 4. Die farbliche Gestaltung der Etagen spiegelt sich auch auf den Zimmern wider und sorgt so für eine leichte Orientierung. So, dann können Sie mit reinkommen. Die Reha-Klinik verfügt über 243 moderne Einzelzimmer, die mit viel Liebe zum Detail wie einem Begrüßungskörbchen eingerichtet sind. Hier kann sich Herr Frey wie zu Hause fühlen. Das therapeutische Konzept der Reha passt sich jedem Patienten individuell an und beginnt mit einem Aufnahmegespräch bei der Stationsschwester. Das heißt wiegen, Blutdruck messen, 130/80, ja? Wunderbar, danke. Und Daten zur Krankengeschichte erfassen. Ja, Sie haben ein neues Knie bekommen. Ich habe mir schon mal Ihre Röntgenbilder angeschaut. Das sieht sehr gut aus. Um jeden Patienten optimal zu behandeln, arbeitet die Reha-Klinik eng mit dem Krankenhaus und dem Hausarzt zusammen. Aus den Vorbefunden entwickelt der behandelnde Arzt einen individuellen Therapieplan für einen schnellen Heilungserfolg. Schön locker lassen, ganz entspannt. Einen besonderen Wert legt die Oberlin-Reha-Klinik auf ein breites Therapieangebot. In der Einzeltherapie fördern erfahrene Physiotherapeuten die Heilung des operierten Gewebes. Speziell ausgewählte Übungen stärken die Muskeln und Faszien. Da müssen wir noch dran arbeiten. Sehr gut. Ich merk's. Und wir versuchen, das Bein langsam zu beugen, nur so weit, wie es geht. Da Herr Frey in den ersten Wochen nach der Reha mit Unterarmstützen laufen muss, bietet die Ergotherapie Übungen an, um Arme und Hände zu entlasten. Ergotherapeuten helfen ihm wieder, alltägliche Handlungen zu erlernen. Der Beinbewegungstrainer mobilisiert das Knie durch eine belastungsarme Bewegung. Schonendes Training ist für eine schnelle Genesung wichtig. Ranziehen auf Brusthöhe, Handgelenke gerade lassen, Haltung bewahren, stabil im Oberkörper ist okay. Und dann noch einige Züge und dann gibt es eine Pause. Durch Beintrainer und Ergometer mit einer speziell eingestellten Kurbel kann Herr Frey trainieren, auch wenn er sein Knie noch nicht komplett beugen kann. Stück für Stück kann er sich so wieder bewegen. Das Trainingsangebot rundet die Schwimmhalle der Reha ab. Die Muskeln, die Koordination und das Gleichgewicht werden im Wasser besonders gelenkschonend geschult. Gesäß ein bisschen nach hinten rausschieben. Achten Sie auf Ihren Rücken. Arme lockern, links zur Seite, rechts ran, rechtes Bein ran. Der Außenbereich der Klinik bietet viele Möglichkeiten, sich zu bewegen und zu erholen. Täglich werden auf den kilometerlangen Wanderwegen des Naturparks Terrainübungen und Walking angeboten. Für eine erfolgreiche Heilung ist es auch wichtig, dem Körper Phasen der Entspannung zu geben. Hier bietet die Reha-Klinik Gruppentherapien an, um die richtigen Techniken zu erlernen. Ein weiterer Schwerpunkt der Reha liegt im leiblichen Wohl der Patienten. Alle Speisen und Gerichte werden mit regionalen Produkten täglich frisch zubereitet. Diätassistentinnen kümmern sich um besondere Ernährungsweisen. In einer eigenen Lehrküche vermitteln sie Herrn Frey in interessanten Kochkursen, wie er sich auch zu Hause gesund ernähren kann.
Im Waldcafé direkt auf dem Reha-Gelände kann er sich nach einem vielseitigen Therapietag entspannen oder mit seinem Besuch Zeit in einer schönen Atmosphäre verbringen. Zum Ende der Reha vergewissert sich der behandelnde Arzt bei einer Abschlussuntersuchung von dem Behandlungserfolg. Qualitativ hochwertige Therapien in einem angenehmen Ambiente. Das ist die Reha-Klinik Hoher Fleming. Da Herr Frey auch zu Hause von seinem Aufenthalt profitieren soll, bekommt er von seiner Physiotherapeutin ein Hausübungsprogramm überreicht. Die Reha-Klinik Hoher Fleming in Bad Belzig. Ihr Partner, um gesund zu werden.